Hallo und willkommen zurück bei Risen 3 Titan Lords. Ja, ich sehe ein bisschen anders aus, als wir bei der letzten Folge hier ausgelockt haben. Beziehungsweise halt die Folge beendet haben. Ich war nicht nämlich im Inventar gucken und da hatte ich hier irgendwelche Rüstungsteile drin. Ich glaube, die sind vom Vorbestell gedöns. Deswegen habe ich sie mal angezogen. Sehe ich nicht mehr so ganz ramponiert aus. Schwert und so weiter ist immer noch alles das Alte. Aber halt die Klamotten sind neu. Ich weiß nicht, seit wann die im Inventar sind. Bin da etwas überfragt. Pistole habe ich auch angelegt. Die wurde mir nicht geklaut, sondern ja, war halt einfach im Inventar und ich habe sie nur nicht angelegt. Wasserfass trinken. Dann trink mal. Ja. Okay, füllt auch unseren Lebensbalken da auf. So, ich weiß, ich sollte eigentlich hier irgendwelche Dämonenhunde töten, aber ich habe halt hier auch so eine lustige Quest. Hier, leg dich schlafen. Bones sagt, ich sehe schwach aus und der hat mir empfohlen, schlafen zu gehen. Das machen wir dann mal. Ich denke mal, das können wir hier in so einem Bett machen, hinlegen. Ich weiß zwar nicht, ob das so gut ist in unserem Zustand. Schattenreich gefunden. Ja, alles klar. Wir sind nackig, alles klar. Was zur Hölle ist das jetzt wieder für eine Scheiße? Ja, ich habe keine Ahnung. Okay, wir sind im Schattenreich. Moment, was? Seelenstaub. Da steht jemand. Also nackt im Schattenreich und ohne... Ich habe hier noch was zu erledigen. Okay, da können wir also nicht weiter. Okay, dann werden wir wohl mal mit dem netten Herrn da in der Ecke reden. Also anscheinend hier tatsächlich mit diesen Glühwürmchen da scheint tatsächlich irgendwie zumindest mal hier in diesem Schattengedöns irgendwas auf sich zu haben, weil da kann man dann irgendwas looten. Jetzt will ich natürlich gern zurück zur Insel und da, wo diese Glühwürmchen sind, in diesen anderen Modus schalten. Vielleicht sieht man da irgendwie dann irgendwas Interessantes, was zum Looten, was man so nicht gesehen hat. Okay. Mendoza! Hallo. Reden? Ich hab's gewusst. Jetzt quatscht er mich auch noch an. Ja, sorry. Was zum Henker ist hier los? Jetzt sag bloß, du bist überrascht. Moment mal, ich... Es ist immer das Gleiche mit euch Neulingen. Erst völlige Orientierungslosigkeit. Dann kommt die Phase des Nicht-Wahrhaben-Wollens. Schließlich kommt die der völligen Verzweiflung und des Wahnsinns. Aber ich kann dich beruhigen. Wenn sich bei dir in der Ewigkeit die totale Gleichgültigkeit einstellt, merkst du nicht mehr allzu viel davon. Aha. Ja, wer bist denn du? Wer bist du überhaupt? Das willst du doch gar nicht wissen, glaub mir. Doch. Zu viele Fragen werden dich nur noch schneller in den Wahnsinn treiben. Na gut. Doch, ich will's wissen, also mach. Doch, ich will es wissen, also sprich schon. Du kannst die Wahrheit doch gar nicht vertragen, Bürschchen. Muss ich dich erst zwingen zu antworten? Du beginnst den alten Mendoza zu langweilen. Such dir jemand anderen, dem du deine dämlichen Fragen stellen kannst. Ich muss nun gehen. Halt, warte. Hey. Skandalös. Was für ein Albtraum. Ich brauche dringend Hilfe, sonst werde ich noch wahnsinnig. Okay, Seele minus 1. Mein Arzt. Vielleicht hat er was für mich. Ja, okay. Und was hat Bones da plötzlich gemacht? Hat der irgendwie auf mir draufgelegen oder... keine Ahnung, der ist da plötzlich so aufgesprungen, als ich wach wurde. Hallo.
Ich habe fürchterlich Albträume. Ja, was sagt dir da dein Gefühl für diesen Teil der Welt? Keine Ahnung. Dann hier, Albträume und so. Ich habe fürchterliche Albträume. Hör mal, ich bin dein Arzt, nicht dein Seelendoktor. Obwohl... Das ist fast dasselbe. Es fühlt sich so schrecklich real an, dass mich das kalte Grausen packt. Mhm. Ich bin nur eine leere Hülle und irre durch farblose Ebenen ohne Leben, ohne Ziel. Ach, das meinst du? Tja, da wirst du dich dran gewöhnen müssen. Es ist ein Gefühl, als ob die Zeit stillsteht. Und ich kann kaum atmen. Du hast keinen Geist mehr und wirst immer mehr zu einem Schergen der Unterwelt. Schon vergessen? Naja, und wie kann man mir da helfen? Ich habe von einem Kerl namens Mendoza geträumt, der mir irgendwie nicht weitergeholfen hat. Ich habe von einem Kerl namens Mendoza geträumt. Was denn? Meinst du etwa Mendoza, den Inquisitor? Kennst du ihn? Wer kennt ihn nicht? Ja. Das war ein ganz übler Bursche, sag ich dir. Wer seinen Befehl nicht gehorchte, wurde kurzerhand aus dem Weg geräumt. Man sagt, er sei sogar mit den Piraten im Bunde und mit ihnen auf Kaperfahrt gewesen. Ja, deswegen sah mir auch mehr nach Pirat aus. Okay, hört sich mal interessant an. Hört sich interessant an. Du willst so einem Kerl nicht begegnen, glaub mir. Ja, zu spät. Er soll Hunderte auf dem Gewissen haben. Mag sein, doch eine Sache ist mir dabei noch ein Rätsel. Wieso sollte ein hochdekorierter Inquisitor mit Piraten paktieren? Keine Ahnung. Er ist schon lange tot. Komisch ist nur, dass du gerade jetzt von ihm sprichst. Mir war so, als hätte ich vor kurzem im Westen von Taranis eins der Schiffe gesehen, auf denen Mendoza früher gesegelt sein soll. Ist wahrscheinlich nur ein Zufall. Mhm. Ach Gott, neue Quest. Ich krieg hier zig Millionen Quests und krieg hier kaum eine abgearbeitet. Blablabla. Du bist doch mein Arzt, also helf mir mal. Du bist mein Arzt. Du musst mir helfen. Na schön, lass mich mal überlegen. Na schön. Ich weiß noch genau, wie es war, als mein Geist im Schattenreich weilte. Ja. Ich irrte in der Südsee umher auf der Suche nach Hilfe, genau wie du jetzt. Hilfe fand ich jedoch erst bei den Schamanen der Eingeborenen. Sie verschafften mir Linderung. Lösen deine Probleme nicht, besser als nichts, denke ich mal. Besser als nichts. Mir ist im Moment fast alles recht. Ich denke, ich kann dir helfen. Aber dazu will ich erst mit einem Experten sprechen. Finde einen Schamanen, der sich mit Voodoo auskennt. Er wird uns sagen, wie wir die Symptome deiner Geistlosigkeit lindern können. Versuch am besten bis dahin alles zu vermeiden, was dich dämonischer macht. Das heißt, was wäre das? Finde einen Schaman. Was hast du außer deiner Überweisung an einen Schamanen noch anzubieten? Was macht mich dämonischer? Also, das würde mich jetzt zuerst mal interessieren. Was macht mich dämonischer? Je schlechter deine Taten, umso eher mutierst du zu einem Dämon. Aha. Wenn du dir deine Menschlichkeit erhalten willst, dann solltest du vermeiden, andere schlecht zu behandeln. Ja, das mache ich eh nicht. Was? Ich will den Menschen nicht schaden, ich will für sie kämpfen, ja, okay. Ich will den Menschen nicht schaden, ich will für sie kämpfen. Das sind schon mal gute Voraussetzungen, um dir deine Menschlichkeit zu bewahren. Alles, was du von nun an tust, wird Konsequenzen haben. Verdammt! Je mehr sich deine Seele den Schatten nähert, umso eher greifen die Schergen nach dir. Warum sollte ich das wollen? Nun, eine dämonische Seele ist stark. Sie kann so schnell nichts aus der Bahn werfen. Außerdem kannst du so andere dämonische Seelen zu mächtigen Verbündeten machen. Auf der anderen Seite wird kein guter Mensch dir mehr helfen wollen, wenn du gänzlich dem Bösen verfallen bist. Hm, verstehe. Wie auch immer du dich entscheiden wirst, ich jedenfalls bleibe an deiner Seite, mein Freund. Naja, das ist schon mal viel wert. Ich habe hier was, so etwas wie Seelenstaub gefunden. Genau, haben wir ja irgendwie gefunden, aber ich weiß nicht, was die jetzt hier plötzlich in meiner Hosentasche zu suchen hat. Ich habe hier so etwas wie Seelenstaub gefunden. Hm, keine Ahnung, was das ist. Na gut, aber toll. Dir läuft bestimmt noch der Passende über den Weg, der dir dazu etwas sagen kann. Am besten, du behältst das Zeug so lange in deiner Tasche. Ja, super. Noch sonst noch irgendwas hier
außer Schamanen. Was hast du außer deiner Überweisung an einen Schamanen noch anzubieten? Die Schamanen haben damals bei meiner Behandlung schwarze Herzen verwendet. Das hat mir geholfen, mein verdorbenes Blut wieder aufzufrischen. Schwarzes was? Schwarzes was? Schwarze Herzen haben eine gewisse heilende Wirkung auf unseren Organismus. Vor allem dann, wenn er geistlos ist, kräftigen sie unser Blut. Aber ich habe keine Ahnung, wie das genau funktioniert. Ich bin kein Schamane. Naja, ist gut. Was sind denn das jetzt genau? Was genau sind diese schwarzen Herzen? Wie funktionieren die? Es ist der Ort, von dem ein Dämon all seine Kraft bezieht. Aha. Ein Schattenlord oder ein Scherge des Schattenreichs trägt so ein schwarzes Herz in seiner Brust. Um da heranzukommen, musst du es ihnen aus der Brust schneiden. Du willst, dass ich Schergenherzen sammle? Wenn ich es recht bedenke, dann vergiss die Schergen. Ja. Ich fürchte, in deinem schwerwiegenden Falle helfen wohl nur die Herzen der Schattenlords selbst. Verdammt! Ich soll also hier Schattenlords das Herz rausschneiden. Das sind doch wohl die, die mir hier auch meine Seele da entzogen haben, oder? Oder was war das für ein Vieh? Ich soll also einem Schattenlord das Herz herausschneiden, ja? Du bist da völlig ausgerastet. Wie soll ich das denn anstellen? Keine Ahnung. Wenn ich's weiß, sage ich dir Bescheid. Genau. Ja, schwarzes Herz, neue Quest. Supi. Ja, was hältst du denn hier von der Bude? Was sagt dir dein Gefühl für diesen Teil der Welt? Ein Haufen Gesetzloser im Kampf gegen die Ausgeburten der Hölle. Gemütlich. Vielleicht lasse ich mich später einmal hier häuslich nieder. Ja, wenn du das hier überhaupt überlebst. Sich selbst einer mal verhöhnen? Würde zu dir passen. Würde zu dir passen. Pah, das sagst du doch nur, um mich zu verhöhnen. Nein, danke. Ich verzichte. Piraten sind verblendet vom Glanz des Goldes. Doch sie werden noch erkennen, dass der Besitz des Goldes keinen Wert im Schattenreich hat. Die Jagd nach Schätzen ist nur ein Zeitvertreib ohne Ziel, bis das unvermeidliche Ende naht. Du kannst einem aber auch wirklich alles vermiesen. Bitte, gern geschehen. Ja. Dann komm mit, wir gehen mal hier weiter. Tja, Schattenreich kann man halt mit Geld nichts anfangen. So, er sagt dazu absolut gar nichts, dass wir hier Kram stehlen. So. Okay. Dann nochmal kurz zurück. Ba-ba-ba. Reicht der Schatten. Neue Verbündete. Chaos in der Hafenstadt. Höllenhunde auf Karte markieren. Wie sieht's da aus? Die sind alle da. Höllenhund. Auftraggeber, Höllenhund. Noch mehr Höllenhund. Also jede Menge Gefieß. Dann, na komm, zurück. Gehen wir mal hier gucken. Brauchen ja auch noch ein bisschen Action hier in der Folge. Man hat jetzt nur die ganze Zeit gequatscht mit irgendwas, irgendwem. Deswegen wäre es eigentlich ganz gut, mal noch irgendwie was anderes zu machen. Da rollen die Schädel lustig durch die Gegend. Das soll ein Friedhof sein. Ich habe Friedhöfe gesehen, die waren viermal so groß. Und dort lagen mindestens 4 Personen pro Grabstein im Grab. Das hier ist doch Platzverschwendung. Ja, gut. Mochrige Knochen. Nesia. Man kann da aber nicht lesen. Gibson, Torben, wat? Barben und Timo der Große und Murray. Ja. Ich weiß zwar nicht, warum ich da irgendwelche Knochen aufsammle. Ich weiß jetzt auch gerade gar nicht so genau, wo ich jetzt hier bin. Ist das hier der Strand, wo wir gelandet sind? Ja, anscheinend. Wieso ist mir da vorher die
der Friedhof nicht aufgefallen. Ach so, weil wir hier mit den Schattenviechern gekämpft haben, ne? Wahrscheinlich deswegen. Können wir hier die Fackel aufheben? Nee. Ja, da springt mich doch gleich hier bestimmt was an. Sir von Huff. Pyranda, der kupferne Scarlet. O'Connell. Kannst Fernkampf steigern, Liz steigern. Mhm. Wally. Tja. Die liegen hier alle. Na schön. Und den Typen, den wir da aus Versehen umgeboxt haben, der liegt nicht hier. Ich hoffe, der ist wieder aufgestanden. So, wir haben da jetzt zwei Steine. Teleporterstein einsetzen. Ja. Ich weiß zwar nicht, welchen Sinn und Zweck das hat. Ah, um dorthin zu reisen. Okay. Also sobald ich Steine habe, kann ich diese Teleporter hier aktivieren und kann dann von Teleporter zu Teleporter reisen. Okay. So weit, so gut. Da sind Schattenhunde. So, hallo, ja, dich haben wir doch beim letzten Mal irgendwie umgehauen, aus Versehen. Donovan? Achso, das ist der, der sowieso schon irgendwie tot war. Klauen den mal. Kannst ja eh nicht mehr brauchen. Können wir mit ihm hier reden? Er hat doch gesagt, er hätte irgendwas zu verkaufen. Was sind das nur für Höllengeschöpfe? Die hier sind ja noch harmlos. Ich habe noch viel schlimmere Schattenwesen gesehen. Möge uns die Kraft der Erde beistehen. Ja, okay, Taschendiebstahl brauchen wir nicht. Womit handelst du denn eigentlich? Womit handelst du genau? Ein wenig hiervon, ein wenig davon. Ja, komm, verschon mich damit. Zeig mir lieber, was du hast. Ja, natürlich. Genau. Er hat jede Menge Zeugs anscheinend. Der Abwehr, Rezept 175. Brauchst gegen, ist jetzt halt die Frage, wenn wir die jetzt so kaufen, wird mir das irgendwo, ja, irgendwo gespeichert? Rost, Energiewelle, Splitter, Gefeuerregen. Ja, ja, haben wir alles da. Verkaufen? Doch, kann ich auch. Plunder. Muschel behalte ich mal. Erz auch. Bob. 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 Ja. Hauen wir alles raus. Knochen. Das sind ja jetzt nicht die Knochen, die wir vorhin eingesammelt haben. Zutat für magische Gegenstände lassen wir mal. Viele Händler geben gutes Geld. Ja. Das lassen wir mal dabei. Eine Schaufel schmeißen wir eine mal weg. Gut erhaltener Schädel. Krug. Ja, ist halt nichts Großartiges. Brotmesser. Meißel, kaum benutzt, behalten wir mal. Pfeife, rauchen nicht. Kleinen Sprung, nee, kann auch weg. Goldpfanne zum Goldwaschen. Ja, schmeißen wir mal einen weg. Und Schmiedehammer behalten wir. Ja, Handel akzeptieren, würde ich sagen.
kannst du mir was beibringen? Kannst du mir etwas beibringen? Was willst du wissen? Keine Ahnung. Stichwaffen, Schwerter, Hiebwaffen, Gegenangriff, 1000 Gold. Ah, okay. Also hier kann ich die Sachen lernen, die ich dann freischalte. Mach mal hier Gegenangriff, zack. So gut bin ich auch nicht. Was? Nicht gut genug? Verdammt, wieso nicht? Ach so, ich habe keinen Nahkampfangriff, 40, glaube ich. Mach mal hier Schwerter. Dafür bin ich nicht gut auch genug. Auch nicht? Dann lass mal stecken. Ich denke mal, ich muss mal kurz hier raus. Da irgendwo eiern die Hunde noch rum. Und machen Krach. Okay, nicht hier drin. Deswegen ist natürlich immer die Frage, ob... ob hier die Hunde tatsächlich die Leute reißen, wenn wir jetzt hier geschlafen haben. Und wenn wir hier irgendwie Zeit verbummeln, ob da tatsächlich irgendwie mehr Leute sterben, die man eventuell... ja, mit denen man das Herzstück Antiguas. Hätte reden Meinst können. Du die Insel oder die Stadt? Beides. Ja. Da im Haus soll noch welche. Ja. Moment. Genau, scheiß Schatten. Also die Rüstung bringt's schon ein bisschen. Da halten wir doch ein bisschen was mehr aus. Kommt mir so vor. Und eventuell auch machen wir ein bisschen mehr Schaden. So, und da drin hing doch jetzt irgendwie einer, ne? Da. Der hängt doch da rum. Okay, was es mit dem hier auf sich hat, warum der da rumhängt, sehen wir, glaube ich, in der nächsten Folge. Bis dann.